Yes, wo ist denn er? 300 Meter nach, genau, in die Richtung. Hallo Hund. Wuff, wuff, wuff. Hä? Mit? Ich habe überhaupt nicht gedrückt. Wechselt einfach die Waffen. Okay, das war ich jetzt. Ich würde mal gucken, ob das auch geht. Okay, das war ich nicht. Die ersten, die haben ja noch so Rucksäcke, wo sie einfach Granaten drin hatten. Die haben jetzt halt so Granatentaschen schon. Mehr so Beintaschen. Musst du schön erstmal erkennen. Ah, hier ist so ein Typ. Der war allein. Wundert mich ja. Das NATO-Gebäude ist doch auch am Wasser, ne? Das heißt, das könnte ja eventuell. Ne, hier nicht, oder? In welchem Bezirk ist denn das NATO-Gebäude? Ich weiß es gerade gar nicht. Sieh dir das an. Versuch so tapfer zu sein. Zwei Bedrohungen. Ich sehe nur eine. Geht. Hat er noch keine Auto in der Hand gehabt? GTF-Nachschub. Also hier gibt es extrem viele. Viel geile Street Art. Graffiti in Deutschland. Empfange JTF. Ich kann mich ja nirgendwo hinter hocken, weißt du? Kill, kill, bitch. Alter, wie viel Schaden habe ich jetzt gekriegt? Ja. Kräfte nähern sich. Jetzt, Alter. Das ist ja noch einer. Easy. JTF-Nachschub. 60 Sicherheitsflüge. Doppelsilbermaske. Das ist ganz schön Action. Ganz schön Action-lassig, wie wir das hier gerade gehandhabt haben. So, jetzt müssen wir uns aber hier hinter begeben.
zum Safehouse. 300 Meter. Geht aber. Ich sehe nichts. Mit? Brille 4, Mann. Wieso schickt ihr uns das nach links, wenn der Safehouse. Wenn das Safehouse da rechts ist? Dumm. Vielleicht weil hier die Blöcke sind. Aber wir können ja durch die Gärten laufen einfach. Warte, 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 warte. Bup. Wir einfach nach vorne fällt. Waffenteile. Mit. Also ich sehe, jetzt kannst du auf einmal hier lang. Das hätte mir auch gleich anzeigen können. Reiter. Hunde. Kurz scannen, ob hier irgendwelche Pfosten sind. Zwei Bedrohungen. Hä? Bestimmt die Bombe. Also dieses Jahr kommt ja, also dieses Jahr. Es kommt ja noch Pokémon Mond und Sonne ist ja angekündigt für dieses Jahr, Ende dieses Jahres. Wahrscheinlich wäre Dezember wie bei Dings, wie bei XY. Das feiere ich ja hart, ne? Ich als alter Pokémon-Fan, ey, ohne Witz. Okay, hier kommen wir nicht rein. Hm, hier könnte man rein. Ja, okay. Okay. Mit. Waffenteil entdeckt. JTF Officer. Hallo. Bin hier eindeutig falsch. Da ist eine Kamera. Das heißt, wir müssen doch hier irgendwie in das Safehouse reinkommen. Hallo. Ich nehme mir eigentlich einen nach oben oder so, aber irgendwie bin ich gerade verwirrt. Ich sehe aber auch keine fucking. Bitte was? Hä, ich sehe hier auch keine Treppe. Vielleicht nach unten irgendwie ein Keller oder so. Moment. Achso, das kann sein, dass wir hier von unten. The Ward. Was heißt denn The Ward? A Ward. Ach, hier, da ist noch so eine Kneipe. Alles klar. Sicher Bereich. Alles klar. Morning Vietnam. Alles klar, so. Eine Gnadenlieferung. Ditte, ditte. Hey, ich sag's Ihnen besser gleich. In dieser Gegend regeln wir unsere Angelegenheiten selbst. Das haben wir schon immer so gemacht. Aber wenn Sie schon mal hier sind, können Sie uns auch helfen. Nur wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir unsere Sachen regeln oder was tun, was mir nicht gefällt, dann können Sie den Asphalt küssen. Das ist ein Erfan-Typ. Mein Rücken ist total im Eimer. Ich brauche deine Schmerzmittel. Carbonfaserpaket. Natürlich. Es stimmt, New York. Ihr dachtet,
stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Sicher. Got a face, got hands, avoid touching it. Wash them. Ist ja auch nett. Du hast Hände, dann wasch sie, Bitch. Sie sind nicht von hier, also haben sie vermutlich noch nie vom Iceman gehört. Der hat vor ein paar Jahren die Nachbarschaft terrorisiert und das Pärchen ermordet, dem die Trockenreinigung gehörte. Es heißt, er sei zurück. Hat ein paar Bullen umgelegt und sein Zeichen hinterlassen, damit es jeder erfährt. Vielleicht nur ein Zufall, dass er zur selben Zeit aufgetaucht ist wie Sie, aber wer weiß. Also, beweisen Sie, dass ich mich irre und schnappen Sie ihn. Hallo, wir sind hier, wir sind Agent und nicht so ein Verbrecher. Beihilfe, Mongo. So, geil, da sind wir wieder. Ist das Drecksgame wieder abgeschmiert. Das geht mir so hart auf den Sack, ey, wie oft dieses Spiel, also wenn ich aufnehme am Tag, mindestens zweimal, stürzt das scheiß Spiel ab. Das spricht übelst für Ubisoft. Ich verschwende Platz, du Pisser, was willst du denn? Ist das der Anführer oder ist das einfach nur so ein Second Lieutenant hier? Ach ja, das ist ein Second Lieutenant. Das ist easy. Nur den Iceman neutralisieren. Das Schöne ist auch, wie oft das Game halt abschmiert. Das ist immer mit zusätzlicher Arbeit verbunden. Und ich meine, ganz ehrlich, die kannst du dir aber sparen. Wenn das ein bisschen geiler programmiert wäre. Ich weiß nicht, ob das an den Servern liegt, dass die so assi sind oder. Ich sehe keine. Alles klar, der kommt jetzt hier raus. Alter. Der muss auch die Knarre mal irgendwann in ein Loch laden. Jetzt machen wir Ringe Pizza mit an, Alter. Du kannst dich vor mir nicht verstecken. Ne? Fick dich doch!
Alter. Wie viel Schaden der innerhalb von kurzer Zeit macht. Alles klar. Sie haben also den Iceman kaltgestellt, hä? War das Ihre gute Tat für heute oder wollen Sie nur Ihre Konkurrenz ausschalten? Antworten Sie nicht. Was für Sport, ne? Wie schauen die mal mit der Maschinengewehr machen, ey? Unnormal. Alter, was haben die denn hier eingebaut? Alles klar. Der Iceman also. Mhm. Schon klar, dass wenn so ein Schwarzer in so eine Bude schickt, wo sie ja so eine Scheiße einnimmt. Kann ich das niederbrennen? Das wäre mal ganz cool, wenn ich das abbrennen könnte, oder? Die Rotze. Das wird eigentlich aus der ganzen Welt verboten. Das geht nicht, ne? Brennen tut zwar alles hier, aber naja. Einfach mal in dem. Aha. Okay, den Iceman haben wir also auch kalt gestellt. Das heißt, wir können jetzt dahin. Nach Schubschaffung. Achso, das war ja da. Alles klar.